Herzlich willkommen zurück zu The Quarry. Wir stehen mit Ryan vor der schwierigen Frage, wen wir küssen, Caitlin oder Dylan. So ein bisschen steht er ja auf Dylan. Die hatten ja schon so ein bisschen rumgeflirtet und deswegen nutzt er jetzt hier die Gunst der Stunde. Dylan, los komm. Immer gerne zu Diensten. Okidoki, wen nehme ich? Ich und Jacob waren noch nicht dran. Guter Punkt. Dann nehmen wir mal Caitlin. Die kann ich noch nicht so ganz einschätzen. Sie ist auch die Einzige, die jetzt hier irgendwie auch so keinen Flirt am Laufen hat. Caitlin, was sagst du? Ruf oder Ehre? Ruf. Ja, Ruf. Mal sehen. Geschmitzt oder interessiert? Wir machen mal interessiert. Was wolltest du als Kind werden, wenn du mal erwachsen wärst? Was für eine vollblöde Frage. Musst du antworten. Tja, die Antwort ist... Null Ahnung. Ist echt wahr. Sorry. Oh, ich bin wohl dran. Nope. Was? Riecht nach Beschiss. Oh, erwischt. Hast recht, Mann. Mein Traum war Street Performer. Niemals. Street Performer? Du meinst wie, so... Nein, Arschloch. Pantomime oder wie diese starren Typen, die sich bewegen für einen Dollar. Caitlin als Mimin. Ja, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Danke, Ryan. Gut gespielt. Jetzt bin ich dran. Emma. Ehre. Emma, also du küsst... Jacob? Oder? Oh. Nick. Na dann. Ja. Sorry, Nick. Da hast du keine Schnitte. Das ist eine Todsache. Ist vielleicht keine gute Idee. Ich nehme Nick. Im Ernst jetzt? Aber klar, dass sie da so ein bisschen provozieren möchte. Es reicht. Damit bringt sie es nämlich reicht. Gleich zwei auf die Palme. Danke, Nick. Ist gut. Oh, erst hat schon keinen Bock mehr. Freundin Arschloch. War doch nur ein Spiel. Hey, ich bin niemandes Freundin. Fick dich doch, nur ein Spiel. Ja, fuck, war's echt nicht. Jacob, hol Luft. Tja, ich schätze, ich sollte ihm wohl mal nachgehen. Du siehst wohl besser mal nach Abby. So, hat jemand Lust auf ein Schachspiel? Was? Oh, da sind die beiden Typen wieder. Verdammt. Und wir haben schon wieder da keine Tarotkarte. Ja. Ich bin wie immer entzückt, dich hier zu sehen. Dann sag, was bringst du mir mit? Nix. Wie ich sehe, hast du keine weiteren Karten. Doch, du kehrst zu mir zurück. Wieso könnte das sein? Das freut mich auch.
Ich kann so leider gar nichts tun. Finde Karten und dann bring sie her zu mir. Aber ich bin blind. Ich kann keine Karten finden. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt mal eine Karte finden. Das ist das erste Mal gewesen. Geheimes bleibt verborgen und die Nacht wird dunkler. Gewiss ist, dass wir uns wiedersehen. Pass nur auf. Ja. Wo die Wölfe sind, sind Raben nicht fern. Wir werden auf uns aufpassen. Auch ohne Tipp. Kapitel 3. Ärger im Paradies. Hackettwelder, Abigail. Blödes Spiel. Wie in der Mittelstufe. Das juckt mich doch nicht mal. Es kann doch jeder küssen, wen er will. So dämlich. Ach, toll. Wo bin ich denn jetzt? Ah, da hat sich jemand alleine im Wald verlaufen. Immer keine gute Sache. Was haben wir denn da drüben? Ist das eine Hütte? Was war das? Nee, das ist eine Felswand. Auch nett. Da haben wir einen schönen Fluss. Sie nahm mir alles weg. So, gehen wir weiter. Schnellen Schrittes. Gehen wir wieder zurück eigentlich. Weil da ging es jetzt ja nicht so wirklich weiter. Folgen wir mal dem Weg hier. Kräuter sammeln kann man ja nicht, ne? Ach ja. Diese Kamerawechsel, die verwirren einen doch eher. Etwas ist hier. Etwas ist hier. Aber was? Na wer? Warum? Der Turm. Oh, unsere erste Tarotkarte. Das gibt's ja nicht. Und vermutlich habe ich 1, 2, 3, 4 bisher übersehen. Die haben wir. Boah, da wird die sich aber freuen. Tatsächlich meine Tarotkarte gefunden. Ist ja unglaublich. Dass wir das nochmal erleben. Wir antworten natürlich. Nick! Abby? Ruf nochmal! Hey, ich bin hier! Ich komme! Nick! Hey! Hey! Hi! Du bist weggerannt. Oh, wir sind mal ehrlich. Ich glaube, das Spiel wurde einfach zu intim für mich. Ich verstehe schon, was du meinst. Schätze, Emma steht wohl schon länger auf dich, was? Was? Nein, nein, nicht doch. Sie wollte Jacob eifersüchtig machen. Ich habe einfach mitgespielt. Hat dir scheinbar ganz gut gefallen. Ich wollte Emma nur mit Jacob helfen. Das war alles.
Hörst du das auch? Mhm. Sehen wir nach? Mhm. Tja, was ist es denn jetzt? Unheimliche Gestalten? Ein Wildschwein? Aber das erste Mal, dass wir es mal bemerken. Jetzt wieder Quicktime-Events oder so? Tja, schon wieder diese Frage hier. Wir helfen natürlich. Oh mein Gott! Weg gewählt. Das wäre sonst nicht passiert. Wir wollten doch nicht liegen lassen. Hallo. Doch, jetzt rennt sie weg. Ist die Frage. Keine Ahnung. Beides dumm. Ist die Frage. Kann ich gut riechen? Oder besser rennen? Nicht so gut funktioniert mit dem Verstecken. Jetzt müssen wir doch rennen. Also, sie hat Nick liegen lassen, obwohl ich gesagt habe, dass sie es nicht machen soll. Und jetzt wird sie gleich wahrscheinlich wegrennen, obwohl sie sich verstecken soll. Ja, okay. So viel... Nein, das machen wir nicht. So viel zu den Wahlmöglichkeiten. Obwohl, ja, weg kann tatsächlich eher nicht, ne? Das ist eher so ein Verstecken gerade. Dann hat das wohl doch ganz gut geklappt. Dann nehme ich alles zurück. Ich finde es trotzdem schade, dass wir ihn da haben liegen lassen. Oh, Luft anhalten. Was ist los, wenn es sicher ist? Die Frage ist, wann ist es sicher? Die haben so ein bisschen was von den Mutanten auch aus Uncharted 1. Okay, geht. Dann können wir jetzt aufhören. Sie haben wir zumindest durchgekriegt. Nick hingegen wahrscheinlich eher nicht. Witziges Game. Jacob. It's not you, but scheiß drauf. When you first began, you got what you want. Now you can hardly. Stand it though, by now you know it's not going to stop. It's not going to stop until you wise up. No, it's not going to stop until you wise up. No, it's not going to stop. So just
Das musst du noch üben. Ja, da hast du mich wohl gefunden. Klar. Hierher schleichen war spannender, als wir dachten, wir könnten erwischt werden, hm? Ja, kann sein. Jacob, wir waren uns doch einig, dass mit uns, es sollte doch nur Sommerspaß sein. Ja, nein, schon klar. Ist nur... Du kannst es nicht lassen, Theater zu spielen. Ach, Jacob. Ich meine, ich check nicht, warum du ihn abgeknutscht hast. In aller Öffentlichkeit auch noch. Das war blöde. Blöde? Sind wir 12? Nein, aber Nick ist's. Quasi. Ich liebe ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er schon mal ein Mädchen nackt gesehen hat. Tja, tut mir echt leid für dich, aber er hat mich mit Zunge geküsst und hat genau gewusst, was er da tut. Du willst mich echt fertig machen. Jetzt bleib doch mal locker, du Spaßbremse. So habe ich mir den Abend nicht vorgestellt. Was? Lass gut sein, ist nichts. Na? Ich komm klar. Gut. Du kannst hier weiter schmollen und dir vorstellen, wie Nick mir seine Zunge in den Mund steckt. Oh, komm schon. Oder du kannst uns ein paar Handtücher holen. Was willst du mit Tüchern? Wir wollten doch Sommerspaß, oder? Und der Sommer ist ja wohl noch nicht ganz vorbei. Okay. Doch welche Schrecken warten unter Wasser? Der da zum Beispiel. Verrückt. Stern. Noch eine Tarotkarte. Na, jetzt geht's aber los hier. Oh, es ist der Stern. Okay, habe ich dann doch nicht übersehen. Es ist der Stern. Sterne. Hoch am Himmelszelt. Boten des Lichts der Träume, Hoffnung, Bestimmung. Oder unserer Bedeutungslosigkeit und Angst zu verzweifeln. Vertraue auf das Licht des Sterns, denn es bringt dir Klarheit und Gewissheit. Vielleicht. Den Turm werden wir auch nochmal lesen. Der Turm. Stürzt deine Sorgen davon. Kampf oder Flucht? Diese Fragen stellen wir uns alle, aber oftmals geraten wir nach einer gelungenen Flucht gleich in die nächste Gefahr. Pass gut auf und stürz nicht ab. Okay, alles klar. Gucken wir mal. Ah, ein Tuch, wir brauchen Handtücher. Das ist unsere Mission. Frage ist, wo finden wir sie? Wahrscheinlich hier oben. Ich weiß gar nicht genau. Nee, wir sind ja am See. Ist das hier damit verbunden? Eigentlich müssten wir eher ins Haupthaus gehen dafür. Was haben wir denn hier? Gott verdammt. Keine Handtücher. Null Handtücher! Nein! Nicht ein einziges! Arsch. Was soll das? Das machen wir, aber dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir gucken mal, wie wir die Handtuchkrise dann meistern können. Bis dann!